Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir schauen uns in diesem Video die Zusammenfassung für Generics an, wie man hier schon auch im Word-Dokument im Skript sehen kann. Nachdem wir ja im letzten Video das Value Object of T, die abstrakte Klasse, implementiert haben, möchten wir jetzt eben nochmal kurz uns anschauen, wofür können wir Generics nochmal einsetzen und wie können wir das am besten bewerkstelligen. Also wir haben am Stack of T Beispiel ja in den vorherigen Videos gesehen, dass Generics prinzipiell Platzhalter für Typen sind und diese Platzhalter müssen eben zu bestimmten Situationen aufgelöst werden. Auf jeden Fall dann, wenn wir eben eine Klasse zu einem Objekt beispielsweise instanzieren. Damit sobald wir eben konkrete Objekte haben wollen, müssen wir auch Generics dazu auflösen, wie wir beispielsweise bei List of T sehen oder Stack of T. Und der Vorteil von Generics war eben, dass wir eine Klasse schreiben können, die wir für viele Typen verwenden können. Das gleiche hätten wir natürlich auch mit Object gekonnt, aber wir haben im Vergleich zu Object auch eben die statische Typsicherheit. Das heißt, der Compiler kann beim Erstellvorgang überprüfen, sind die jeweiligen Typen für Parameter, für Rückgabetypen, wenn der Generic aufgelöst wird und das Objekt dann vielleicht selber als Parameter übergeben wird, sind wir da noch korrekt? Also hier kann der Compiler eben Unterstützung bieten und genau das ist der Vorteil im Vergleich zum Einsatz des Typs Object. Ne? Wir haben eben das Try-Prinzip, wir können eine Klasse für mehrere Anwendungsfälle schreiben, aber wir sind dabei auch noch typsicher. Wir haben auch gesehen, dass der Compiler uns beim Auflösen unterstützen kann. Also wir hatten beispielsweise generische Methoden und wenn wir die aufrufen wollen, auch dann müssen wir natürlich den Generic auflösen. Das hat aber teilweise der Compiler für uns gemacht. Wir haben diese Angaben in den üblichen Spitzenklammern eben weglassen können. Wenn zum Beispiel der Compiler gesehen hat, aha, dieser Generic für die Methode wurde in einem Parameter eingesetzt und ich kann eben diesen Generic auflösen, indem ich mir den Typ des Parameters, der hier übergeben wird, anschaue. Das nennt man eben Type Inference auf Englisch oder Typ Inference auf Deutsch. Und das sorgt einfach dafür, dass wir bei vielen generischen Aufrufen, also natürlich jetzt nicht, wenn wir ein generisches Objekt instanzieren, aber bei generischen Methodenaufrufen hilft uns der Compiler insofern, als dass wir da sehr oft Generics gar nicht angeben müssen. Ja, und dann haben wir auch beim Value Object of T dieser Klasse gesehen, dass man eben Generics einschränken kann mit den Where-Klauseln, die einfach nach der Typangabe gemacht werden. Und wir haben hier diese Beispielklasse, die hat eben nicht nur ein Generic, so wie wir es jetzt häufig gesehen haben, sondern eben zwei, T und U. Und wir sehen, wir können eben in einer Where-Klausel T einschränken und in einer Where-Klausel U. Also das Grundprinzip dahinter ist einfach eine Where-Klausel pro Generic, den ich einschränken möchte. Und nach diesem Where gibt man eben den Namen, den Bezeichner des Generic an und dann den Doppelpunkt. Das hat nichts mit Ableiten zu tun. Es ist bloß so ein grundsätzlich ähnliches Verständnis von Ableiten. Wir schauen uns zunächst erstmal an, welche Beschränkungen können wir denn eigentlich auf Generics in C# verteilen. Und das sind eben diese, die hier in der Tabelle aufgeführt sind im Skript. Wir können eben sagen, dass ein Generic nach einem Wertetyp aufgelöst werden muss, also beispielsweise int, double, bool und so weiter, dann gebe ich eben als Einschränkung bei der Definition des Generics Doppelpunkt struct an. Doppelpunkt class haben wir auch gesehen, das heißt letztendlich, dass der aufgelöste Typ ein Referenztyp sein muss. Wir können mit new, mit dieser Einschränkung sagen, dass eben der entsprechende Typ einen Standardkonstruktor haben muss. Und dann kommen auch schon die üblichsten Einschränkungen, die man eigentlich im Programmieralltag am häufigsten einsetzt. Das ist eben hier der Basisklassenname und hier der Interface-Name. Was heißt das?
wenn dieses T aufgelöst werden soll, dann muss man eben eine Klasse angeben, die eben direkt von dieser Basisklasse ist oder eine abgeleitete Klasse von ihr. Üblicherweise trifft eher Zweiteres zu. Genauso ist es beim Interface-Name. Man kann eben hier sagen, ich gehe mal wieder zu diesem Beispiel hoch, weil hier T eben von iComparable of T sein muss. Das sagt letztendlich aus, dass wenn ich T dann auflöse, dann muss dieser Typ, der für T eingesetzt wird, eben von iComparable of T ableiten oder iComparable of T selbst sein. Also ich könnte für T beispielsweise ein anderes Interface angeben, was von iComparable of T ableitet. Üblicherweise könnte man aber auch eine Klasse angeben, die eben iComparable of T implementiert. Und wir sehen hier auch, wir können nicht nur eine dieser Beschränkungen auf einen Generic anwenden, sondern relativ viele. Also was heißt relativ viele? Wir können die kombinieren. Natürlich nicht Struct und Class, das macht irgendwie nicht sehr viel Sinn. Beispielsweise zusammen, aber man könnte beispielsweise sagen, dass ein Generic von einer bestimmten Basisklasse ableiten muss und ein bestimmtes Interface implementiert. Oder man sagt, es muss von einer bestimmten Basisklasse ableiten und einen Standardkonstruktor haben. Das könnte man hier machen. Hier habe ich es eben gemacht, dass ein Generic ein bestimmtes Interface implementieren muss und einen Standardkonstruktor haben muss. Und dann gibt man diese Angaben einfach Komma getrennt hintereinander an für einen Generic. Und wenn man beim nächsten Generic ist, nutzt man einfach wieder eine neue Where-Klausel. Ja, das Letzte, was noch kommt, man kann auch sagen, dass der Typ, der für T eingesetzt wird, vom Typ U sein muss oder davon abgeleitet. Und wir merken hier, U ist eben ein zweiter Generic, das heißt, wir können einen Generic auch irgendwie in der Form beschränken, dass er von einem anderen Generic-Typ sein muss. Sieht man im Programmieralltag eher selten, dass sowas eingesetzt wird. Aber ich wollte Ihnen bloß mitgeben, dass es natürlich geht. Der Vorteil ist, wenn man Generics einschränkt, dann kriegt man auch sämtliche APIs, die eben die entsprechende Einschränkung mit sich bringt. Diese kann man dann auch auf dem Generic direkt anwenden, auf diesen Typ. Was heißt das? Wenn ich beispielsweise den Generic T hier einschränke über ein Interface, dann kann ich auf diesen Generic-Typ auch alle Methoden aufrufen, die auf diesem Interface definiert sind. Dafür ist ja die Einschränkung da. Der Compiler sorgt quasi dafür, dass dieser Typ, der aufgelöst wird, immer irgendwie in der Vererbungshierarchie mit iComparable of T hier in diesem Fall zusammen stimmt. Und deswegen kann ich dann natürlich auch alle Methoden oder anderen Mitglieder, die auf iComparable of T hier in diesem Fall implementiert sind, eben auch über diesen generischen Typ aufrufen. Und das ist eigentlich der größte Vorteil, den man davon erhält. Und natürlich kriegen Sie mit diesen Einschränkungen auch die Sicherheit, dass Ihre Klasse genau so genutzt wird, wie Sie es sich selbst gedacht haben. Wenn wir hier nochmal zurückschauen, ich habe hier bei diesem Generic eben angegeben, dass diese Auflösung, wenn wir hier uns jetzt die Farbe anschauen, die hat ja dieses Generic eben für sich selber letztendlich aufgelöst. Also hier gibt man die Farbe an. Das habe ich hier eben eingeschränkt, dass man hier eben nicht beispielsweise irgendeinen Double angeben kann. Wir sehen hier, dass der Compiler hier eben sagt, dass der Typ Double eben kein Referenztyp ist und damit nicht den Parameter T auflösen kann, den Generic T. Und wenn ich jetzt ganz genau sein wollte, hätte ich hier eigentlich am besten eine Basisklasse angegeben. Nämlich, dass eben dieses T von Value Object of T ableitet. Und wenn ich das mache, dann muss ich hier eben sinnvollerweise Farbe angeben. Also damit hätte ich meinen Generic noch weiter eingeschränkt, als ich es eigentlich bloß mit Class getan hätte. Ja,
so sieht das Ganze aus. Ich komme jetzt noch auf drei Punkte, die man beachten muss, wenn man Generics nicht beschränkt hat. Also wenn quasi Generics bloß dastehen, ohne dass eine bestimmte Klausel dahinter ist. Und das sind eben diese drei Regeln, die man noch beachten muss, wenn sie nicht eingeschränkt sind. Und zwar kann man die Operatoren für die Gleichheitsüberprüfung bzw. Ungleichheitsüberprüfung nicht anwenden, wenn wir eben zwei Instanzen von T beispielsweise haben. Warum ist das so? Nun, wir wissen nicht, ob bestimmte andere Typen, das kann ja jeder beliebige Typ dann sein, eben diese Operatoren anbieten. Und genau deswegen wird das vom Compiler unterbunden. Also Sie kriegen dann Fehlermeldungen, wenn Sie eben zwei Instanzen von T beispielsweise mit ist gleich vergleichen. Was Sie aber machen können, da alles im C-Sharp ein Object ist, haben Sie bei unbeschränkten Generics immer die Möglichkeit, diesen Generic letztendlich als Object zu interpretieren. Und das geht natürlich auch implizit. Sie können aber Generics auch dann wieder beliebig in normalerweise Interface-Typen casten. Ja, üblicherweise möchte man ja gegen Interfaces programmieren. Und deswegen castet man dann auch eben Generics, wenn es sein muss, gegen Interfaces. Was Sie damit haben, ist natürlich alles, was auf Object definiert ist. Also das hat man auch mehr oder weniger grundsätzlich, wenn man eben einen nicht beschränkten Generic einsetzt. Das heißt, Sie könnten hier auch wieder Equals aufrufen oder GetHashCode, um eben diese Gleichheitsüberprüfung durchzuführen. Im Prinzip werden ja mit diesen Operatoren hier oben bloß tatsächlich Referenzvergleiche gemacht, also Reference Equals. Man kann unbeschränkte Generics mit Null vergleichen. Was passiert aber, wenn ich den Generic nach einem Wertetyp auflöse? Wertetypen können ja nicht Null sein. Dann gibt eben dieser Vergleich immer false zurück. Das ist auch noch was, was man im Hinterkopf haben kann. Aber das ist ja eher eine Programmiererleichterung als eine Erschwerung. Und das sind eben die drei Sachen, die man bei unbeschränkten Generics noch beachten sollte. Und ansonsten würde ich Ihnen raten, wenn Sie nicht gerade neue Collections implementieren, weil bei Collections ist es ja meistens so, Collections ist es vollkommen egal, welchen Typ Sie intern verarbeiten. Es geht bloß darum, dass eben mehrere Instanzen von einem Typ in einer Collection zusammengefasst werden. Und genau in diesem Punkt braucht man eben eigentlich nie Einschränkungen. Wenn Sie aber Generics in anderen Kontexten einsetzen, wie wir es hier beispielsweise beim Value Object gemacht haben, dann kann ich Ihnen nur raten, schränken Sie Ihre Generics ein, sofern es wirklich sinnvoll ist natürlich, aber wenn ja, dann tun Sie das auch. A, kriegen Sie nämlich zusätzliche APIs für diese Einschränkung letztendlich, die Sie auf Ihrem generischen Typen anwenden können. Und der Nutzer der Klasse, der sieht auch sofort, okay, hier muss ich aufpassen, dass ich hier beispielsweise keinen Wertetyp für den Generic auflöse. Ja, und damit bin ich auch schon am Ende jetzt zum Thema Generics. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Im nächsten Video schauen wir uns dann eben ein neues Kapitel an. Das ist, wie wir hier schon im Peak erkennen können, das Typsystem von C#. Ich sage nochmals vielen Dank und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald.